Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Wolfenstein The New Colossus. Also Wolfenstein 2 The New Colossus, ne? Willst du mich verarschen, scheiß Ding? Oh shit, nee, das wollte ich nicht. Oh, war das denn nerviger Typ, yo. Bis da ein Sneaky durchkommen, ist sicher auch eine Leistung. Wer das geschafft hat, Respekt. So, hier noch ein bisschen die Munition und so mitnehmen. Rüstung, Wolf. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Ich hab da eben noch mehr Viecher gesehen. Wow. Das mit den Überladungsskills funktioniert ziemlich gut. Also Benzin ist fast leer. Von daher sinnvoll mit der Munition umgehen. Thank you.
Danke. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und... Waffenverbesserung. Lasergewehr, Dieselgewehr, Dieselkraftwerk. Ich würde mal sagen Sturmgewehr. Scharfschützenziffer noch, weiß ich nicht. Doppelmagazin. Das ist am Klicken für schnelleren Austausch der ersten beiden Magazine. Pistole, erweitertes Magazin, Magnum. Maschinenpistole, Trommelmagazin, Nagelgewehr. Oh. Machen wir doch mal panzerbrechend, oder? Schauen, ob er läuft. Zack. Schön. Ah, mit dem Zug unterwegs. Oh, Scheiße. Scheiße. Yo. Oh, meine Fresse. Ignoriere den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Ja. Hey Cap, Sie sollten wissen... Oh, wow. Diese Sterne. Anja, sehen Sie das? So hell, so wissend. Scheiße. Sie werden kleiner und sie werden größer. William, halt, Wyatt ist verschwunden. Irgendwohin. Ich übernehme jetzt. Auf der Fifth Avenue sollte das State Building ganz in der Nähe sein. Ja, ich nehme mir erstmal Munition mit, was ich so gebrauchen kann. Sturmgewehr, mehr Munition. Gucken, dass wir jetzt mal wenigstens zu dem Sneaky vordringen können. So. Die Lichter sind schon echt ultra grell, ey. Ja, guck mal, unbekanntes Tagebuch, Uppsala. Na super, hier geht's ja direkt weiter.
Scheiße. Jo. Was denn? Kommandant. Auf die andere Seite, der ist wahrscheinlich über mir. Shit. Wollt ihr mich verarschen? Mama, du hast mir Postkarten gezeigt. Von deiner Familie in New York City. Wir wollten hin. Nur wir beide. Ja, nicht mehr genug Munition. Hatten die alle jetzt MPs oder was? Ah, shit. Das wollte ich nicht werfen. Da reicht das State Building, yo. Ja. Meine Fresse, ich will die Karte haben. Ja. Ja, so cool ist die vorherige Waffe, aber ganz ehrlich, das ändere ich mir. Sorry, aber. Steuerung, Tastenzuordnung. Mama, V, ja, ich weiß. V. Nata Akimbo, nee, das ist mir klar. Nahkampf, guck mal, machen wir nochmal. Nee. Maus 3 und Maus 5, genau, anlehnen, alt. Zuletzt. Waffenwechsel links. Hä? Wo ist denn gerade V? Zuletzt benutzt. Waffenauswahl, genau. So. Ja, läuft schon besser. Na, Großer. Willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Scheiße.
Das Monster haben wir mal erledigt. Jetzt würden mir die Eingeweide rausfallen. Wie ein Zombie. Zack. Ich wusste nur nicht, wie ich da hochkomme. Sonst wäre ich direkt da hoch. Oh, yo. Waffenverbesserungskit. Zündbindung, Superladung, vergrößerter Tank, Handgranate, Maschinenpistole, Trommelmagazin, Scharfschützen, C-Fernrohr. Ja, komm, nehmen wir erstmal das Doppelmagazin. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Mhm. Eine Stimme, Anya. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Ich habe meine gute Axt weggeworfen, weil ich zu weit weg stand. Oder mein Beil, eher gesagt. Okay. Puh. Na, dann müssen wir hin. Panzerbrechend, Junge. Genau wegen solchen Dudes habe ich das genommen. Jawohl, wir haben das State Building erreicht. Zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was? Sie gehören zum Regime? Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Dass Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, ich hab aber doch ich... gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Jetzt schon! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Nein! Sie holen jetzt Super Smash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen.
Ich steck das wieder rein. Scheiße! Deckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. Die hat so einen kranken Humor. Sie erdrücken mich. Das ist Chili. Rezept meines Vaters, habe aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein faradäischer Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Oh. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! Oh, ein Baby. Wie süß. Die Zukunft. Darf ich? Sie waren hier, als die Bombe fiel. Ja, war ich. Ich habe das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter, so wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. Das ist echt übel, ey. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Scheiße. Das wird eine Narbe geben. Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Alter, die raucht, obwohl sie gerade das Baby stellt. Was ist mit der Verkehr? Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blazkowicz. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier? Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger, geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Höhle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Specci? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine Scheiße am Mist. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blazkowicz? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beeilung. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Jo. Und wir machen kommt her und fertig. Holt mich, ihr weißen Faschistenschweine! Okay, aber das Ganze werden wir erst in der nächsten Folge machen, denn die hier ist vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne eine Bewertung da lassen. Gerne den Kanal abonnieren, um mich zu supporten und die Glocke natürlich, damit ihr in der nächsten Folge nichts verpasst. Bis dann, haut rein!